Es fiel wie ein Eiszapfen vom Himmel, so schnell, dass ich es gar nicht richtig erkennen konnte, und bohrte sich mit einem Geräusch wie splitterndes Butzenglas in den Schädel. Für einen Moment war mir, als sehe ich Flügel und Krallen, und dann war es verschwunden und mein Meister lag tot am Boden. Und so schreiben wir den 28. Raya. Wenige Tage noch bis zu den Namenlosen. Und ihr macht euch bereit, Miamat, ein weiteres Mal der Aufbruch nach Port Zornbrecht. Ihr steht gerade am Steg, seht, wie die Schiffe mit zahlreichen Leuten beladen werden und die Segel verzurrt werden, Anker, die teilweise schon gelichtet werden, damit zumindest die Soldaten rübergefahren werden, um die Stadt in die ewigen Jagdgründe zu schicken, sie anzuzünden, nicht nur um dem Vulkanmeister von Sorak zu huldigen, sondern auch um den Piraten eine gehörige Falle zu stellen. Und während ihr dort steht, teilweise mal beruft und auch für Ordnung sorgt, teilweise doch relativ zufrieden dann darauf blickt, heißt es Abschied nehmen. Zumindest für Zulamin, die hier bleibt. Und auch für Ronka. Der wird wohl mitfahren, korrekt? Ich glaube, wir hatten uns da letztes Mal gegenentschieden wegen den ASP von Boltax. Weil er dann drei Leute mitnehmen müsste, also mit Leuten insgesamt, die Reise antreten müsste. Also du kannst halt separat mit Abemir fliehen, wenn du willst. Ich glaube, Abemir will nicht so lange da bleiben, sondern sobald er halt sieht, okay, das geht hier kaputt, haut er mit Pferden ab. Da kannst du dich halt anschließen, wenn du das willst. Genau, also du musst ja, also Rafim bleibt einfach bis zum allerletzten Ende und du kannst ja vorher schon in die Sümpfe fliehen, das ist ja kein Problem. Genau. Wir haben also wenn du, wenn du möchtest, Piratenschiff geplündert. Wenn du möchtest, ja, alles klar. Ronga ist ja auch Wildnisführer, dann begleitet der Abelmir dadurch die Sümpfe, dass da keine Probleme auftauchen. Ey, wunderschön. Da zweifelt man an deinem Talent. Ja, so könnt ihr euch zumindest von Zulamin verabschieden, die dann als einzige zurückbleibt. Ja, Zulamin betrachtet euch, nickt euch zu. Also dann. Wir sehen uns in Seelem. Bis in Seelem. Pass gut auf mich auf. Ja, und ihr? Wenn wir kein besonderes Pech haben, habt ihr die gefährlichere Aufgabe. Ja, dann werden wir uns wachen. Oh, ganz bestimmt. Rafim, hättest du noch einen Moment? Ja, natürlich. Oh, ist es nicht wunderschön, wie die Männer in die Schiffe geladen werden? Ah, eben der Moment. Aber ja, was kann ich für euch tun? Ich bin auch froh, dass es nun endlich losgeht. Dieses Warten hat uns alle mürbe gemacht. Sie schweigt einen Moment, lässt sich Zeit. Ich hätte dich damals in Jerrikesh gehen lassen sollen. Ich hätte dir sagen sollen, geh, folge dem Ruf deines Gottes, werde glücklich. Aber ich hatte Angst, mich diesem Kampf alleine zu stellen. Wenn es eure Seele beruhigt, ich werde nicht glücklich werden. Das möchte der Mitleidlose nicht für uns. Er möchte Opfer bis zum allerletzten. Aber macht euch keine Sorgen. Ich bin nicht einfach zu schlagen. Und Abelmir ist ja auch da. Sie nickt. Ja, ich weiß. Und außerdem, ich habe jetzt keine Angst mehr. Alles wird gut werden. Vielleicht nicht für uns, aber für die Welt. Während du das sagst, da kann Rafim, der mit der Stadt, der mit dem Gesicht zur Stadt gedreht steht, ein helles Leuchten erkennen, was die Gasse oder die Straße zu euch hinüberschreitet. Wie als eine Bestätigung. Und wenn Zulamin dann mit einem leichten Druck gedreht wird, kannst auch du es erkennen, das Leuchten
was auf euch zukommt. Eine Person. Je näher sie kommt, könnt ihr sie unscharf erkennen. Eine Frau, eine ja, weibliche Magierin in weißen Gewandung, teilweise roter Saum, bestickt. Sieht fast hoheitlich aus. Sie hat die Arme in ihrer Robe verschränkt und tritt mit einem Lächeln an euch heran. Könnt sie erkennen. Isarun von Spokelsen. Die Zwölfe zum Gruße, meine Freunde. Isarun! Zulamin fällt ihr um den Hals. Naja, habt ihr denn nichts Besseres zu tun an so einem schönen Tag? Offensichtlich nicht. Könnt ihr vielleicht ein wenig Licht gebrauchen in diesen dunklen Stunden? Naja, ich hab Abel mir dabei, aber ein richtiger Kampfmagier wäre ja auch ganz schön. Da habt ihr recht. Wie ist es euch ergangen? Naja, Höhen und Tiefen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Höhen steht hier links neben mir. Tiefen, wenn ihr den Rest meiner Kameraden hier anschaut. Boltax hat geheiratet, müsst ihr wissen. Naja. Ja, selbstverständlich bin ich darüber unterrichtet. Immerhin habe ich eine Einladung geschickt gehabt, aber es ging aufgrund von Zeitgründen nicht. Raphim würde sich verschwörerisch zu dir rüberbeugen. Wir haben alle nicht gedacht, dass sie ihn heiratet, aber sie hat es tatsächlich gemacht. Aber er ist wahrlich ein Glückspilz, ist er nicht? Ja. Ich konnte mir anhören, aus welchem Hause sie kommt. Da waren viele Namen. Es war eine sehr schöne Hochzeit. Isa, was macht ihr hier? So weit weg von zu Hause? Wahrscheinlich das Gleiche, was ihr hier macht. Wieder einmal die Welt retten. Ihr seid uns wahrlich willkommen. Das freut mich. Ich bin tatsächlich mit dem Mittelreich hier. Die Kaiserin hat mich hierher geschickt. Sie möchte natürlich das Vorhaben unterstützen. Die braucht sie euch nicht mehr. Was Aber meint ihr damit? Das ist wirklich etwas unhöflich. Nun, sie hat einen Auftrag, die Kaiserin zu beschützen oder die Reichsbüterin, wie auch immer. Und nun ist sie hier. Abelmir. Ich bin als Hofmagierin eingestellt, nicht als Leibwächterin. Das ist ein feiner Unterschied. Den werdet ihr auch noch eines Tages lernen. Nun, wir können eure Hilfe gebrauchen, sicherlich. Und ihr müsst verzeihen, hier hat sich ein wenig Weltuntergangsstimmung breit gemacht. Nicht verwunderlich angesichts der Umstände. Ja, ich bin positiv gestimmt. Ja, und wenn es euch beruhigen möchte, ich und die anderen Chorgeweihten, da ist gar eine... Ja, wir sind gut gelaunt, würde ich fast behaupten. Das glaube ich euch sogar. Das glaube ich euch. Euphorie, er hat das Wort Euphorie gesucht. Ja, aber dann klinge ich wieder so wie Abel mir und das wollen wir doch jetzt nicht auf meine letzten Tage. Was soll das denn bedeuten? Dass ihr so einzigartig seid. Das klingt sehr maraskanisch. Ja. Er möchte euch nicht eure besonderen Fähigkeiten absprechen, Abelmir. Das ist es. Nicht wahr, Raphim? Nicht wahr? Ja, warum nicht? Ich habe wir haben einen Ausflug vor Tsunamida. Ach nee, Entschuldigung, ihr wollt ja hier bleiben, Isarun. Wollt ihr mitkommen? Es wird ganz wunderbar. Boltax wird eine Stadt anzünden. Wir töten jede Menge Piraten. Abelmir hat ein großes Geschütz gebaut. Es geht zunächst einmal um Port Zornbrecht. Wir sind schweren Herzens zu dem Schluss gekommen, dass wir die Stadt, klein wie sie ist, ohnehin nicht halten können, wenn Paligans Armada hier eintrifft. Deswegen haben sich Raphim und die anderen ein paar Kleinigkeiten einfallen lassen. Ja, Inspiration. Eine exklusive Überraschung. Inspiration haben wir aus unseren vorherigen Erfahrungen kennengelernt. Ihr wisst ja noch, als wir mit diesem Asmodeus zu tun hatten, nicht wahr? Er hat ja auch die Stadt in eine Falle verwandelt. Die Einwohner haben wir selbstverständlich evakuiert. Natürlich, wir sind ja keine Unholde. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ihr könnt gerade erkennen, wie zwei weitere Personen die Straße herunterkommen und sich dann euch anschließen. Zu eurem Unmut eventuell Admiralissima Praia Dania Seridares und ihr Konteradmiral Hakon von Sturmfels
stellen sich beide neben Iserun hin und nicken euch zu. Ich freue mich ganz recht herzlich, dass ich euch hier in Miyamat begrüßen kann, Hohe Maga. Admiralissima. Mit besten Grüßen der Kaiserin. Herzlichen Dank. Die seien gerne angenommen. Wir sind bereits darüber informiert worden, dass ihr eine der Besten seid. Nun, deswegen seid ihr auch die Hofmarke geworden, nicht wahr? So könnte man es wohl interpretieren. Ich will aber nicht angeben hier. Wir alle hier haben unseres dazu beigetragen, an dieser Stelle zu stehen. Dort, wo die Götter uns hinhaben möchten. Nun, damit blickt sie so ein bisschen gönnerisch zu den anderen. Ich habe jetzt auch eine Heptarchentöterin bei mir an Bord. Ja, das ist doch super. Viel hilft viel, von nichts kommt nichts und was weg ist, ist weg. So könnte man meinen, nicht wahr? In der Tat, die Kaiserin wünscht, dass ich an Bord der Kaiser Retro meinen Dienst verrichte. Immerhin das neue Flaggschiff, nachdem der, nun, gestürzte Admiral unser eigenes Flaggschiff weggenommen hat. Ja, ich bin sicher, es ist ein sehr schönes Schiff, also bestimmt ein tolles Schiff. Nun, wir streiten fürs Mittelreich und ihr für die ganze Welt. Aber nun, ich hatte mich selbstverständlich an Rohaya gewandt und sie hat uns gerne nun die Hohe Maga geschickt. Dafür sind wir ihr sehr, sehr dankbar. Wie außerordentlich großzügig von ihr. Ja, eine kurze Frage, Iserun. Du warst ja kürzlich noch in Garret. Wie sieht's in meiner Villa aus? Ist da alles noch in Ordnung oder müsste ich da mal wieder jemanden vorbeischicken? Also ich war jetzt nicht in jedem Raum. Von außen sieht sie ordentlich aus und die Bediensteten sind auch noch vor Ort. Deswegen nehme ich an, da wird alles in Ordnung sein. Keine Plünderungen, kein weiteres. Ich denke, niemand hat sich gewagt, an eure Sachen zu gehen. Oh, das beruhigt mich jetzt schon. Das beruhigt mich. Das bedeutet, ihr kehrt bald dorthin zurück? Vermutlich nicht, nein. Oh, jetzt lass doch die Weltuntergangsstimmung einmal. Aber Rafim hat auf der Hochzeit vielen Leuten von der wunderbaren Villa in Garret erzählt. Ja, ihr müsst wissen, sie ist ganz wunderschön gelegen. Leine los! Ich will ja nicht unsere wunderschöne Zusammenkunftszeremonie unterbrechen, aber es klingt so, als müsste ich auch so langsam aufbrechen. Ich habe noch ein paar Piraten zu töten. Ja, wir sollten uns alle an unsere Plätze begeben. Zulamin, habt ihr noch einen Augenblick? Natürlich. Für euch doch immer. Meine Freundin, die Kaiserin und der erste Hofmagus Melvin Störrebrand möchten euch ein Geschenk überreichen, das euch den Weg erleichtern soll. Und Iserun zieht aus ihrer Robe eine Art, ja, eine Kerzenlaterne aus Metall. Dies hier nennt sich die Lampe der hellen Sicht. Sie soll euch den Weg weisen, wenn ihr die kleine Kerze entzündet. Und sie ist natürlich ein magisches Artefakt, ihr konntet euch das sicher schon denken. Den Weg weisen? Im übertragenen Sinne? Dass sie dort... Durchaus im praktischen Sinne. Sagen euch die Kanti Exposami und Odem etwas? Odem gewiss. Der Odem auf jeden Fall. Exposami, ist das dieser Zauber, der die Wärme eines Lebewesens sichtbar machen kann? Beinahe die Lebenskraft, die den Lebenden oder Lebewesen innewohnt. Es ist ein kombiniertes Artefakt. Mit diesem erscheint alles mit Magie durchdrungene in einem rötlichen Schimmer und alles mit Leben erfüllte in einem grünlichen. Im Fall eines Magiers also beides. So ist es. Und reicht das auch durch, sagen wir, die Wände der Plagenbringer hindurch? In der Tat. Praktisch, nicht wahr? Sehr. Dankt eurer Kaiserin für dieses wertvolle Geschenk. Der Auslöser ist, ich zünde die Kerze an.
Exakt, wie ihr es vermutet habt. Ein kleiner Hinweis noch. Es wird etwa 15 Schritt Reichweite haben. Und der Exposami ist ein Kantus, der verschiedene Varianten hat. Dieser hier ist mit der Variante belegt, der die Reinheit der Aura anzeigt. Das bedeutet, wenn jemand krank ist oder gesund ist, wird das angezeigt. Durch ein mehr oder weniger schwaches oder farblich verschobenes Glimmen. Und eben auch, ob eine Wesenheit dämonisch ist. Das wird sehr aufschlussreich sein. Danke, Isarun. Ich muss darüber nachdenken, wie wir es am besten einsetzen. Aber es ist tatsächlich eine der vielen Hürden, die wir zu überwinden haben, unsere Gegner auf diesem gewaltigen Schiff überhaupt erst einmal zu finden. Dank nicht mir, dank der Kaiserin und Magister Störreband. Natürlich. Nun, ich will euch nicht länger aufhalten. Ihr habt einen wichtigen Auftrag zu erledigen und auch ich muss auf mein Schiff gehen. Ich wünsche euch den Segen der Götter. Besonders Vexens Segen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Das hoffe ich auch. Bringt mir die anderen halt zurück, wenn ihr könnt. Ich werde mein Bestes tun. Die Zwölfe mit euch. Und mit euch? Ja, so kannst du erkennen, wie Isarun gemeinsam mit der Admiralissima ebenso auf ihr Schiff herantritt. Sie werden euch zwar nicht begleiten auf der merkwürdigen Expedition nach Port Zornbrecht, aber wohl zur Seeschlacht an anderer Stelle, denn es gibt ja noch viele weitere Schiffe von Piraten, die vernichtet werden müssen und auch die Archen, die bekämpft werden sollen. So kannst du wieder zurückreden zum Steg. Du siehst, wie deine Leute an ihr Deck gegangen sind. Sie werden zwar nicht an Bord eures eigenen Schiffes gehen, aber es gibt ja umso andere. Avianas Rettung verbleibt also hier. Und so siehst du, wie Rafim gerade noch den letzten Kors-Söldner anschnauzt, den sie aus Alanfa mitgenommen haben. Ronga steht neben ihm, Boltax mit den Händen in der Hüfte und Abelmir nickt wohl zufrieden gerade, als dann auch die Leinen von diesem Schiff gelöst werden. Nach all diesen Jahren hat sie immer noch einen Stock im Arsch, finde ich. Abelmir, du bist genauso sympathisch, wie wir dich immer kennen, Abelmir. Ja, sie hat nichts dazu gelernt. Nach all diesen Jahren ist sie immer noch in der Weißen Gilde und lässt sich immer noch von diesen kleinen Hutzelmädchen herumkommandieren. Aber ich freue mich, sie wiederzusehen. Ja, natürlich, aber sie sollte das gelernt haben. Allein schon diese Admiralin, sie kämpft für das Mittelreich, sie kämpft für die ganze Dere. Ist dir das nicht klar? Abelmir. Das ist ihr bestimmt klar. Sie ist ja keine dumme Frau. Aber manchmal muss man mitspielen. Naja, Abelmir, wenn man nicht regelmäßig aus seinen Organisationen rausgeworfen wird, dann verändert man sich vermutlich auch nicht so viel. Ja, aber wenn man sich nicht verändert, kann man gleich ins Grab steigen. Naja, Boltax ist ja immer noch Geode. Das ist richtig. Ich bin immer noch Basaltfaust. Mhm. Ja, aber ihr habt euch verändert. Ihr habt dazugelernt, seid gewachsen. Ja, mein Bauch ist ein wenig gewachsen. Schön, dass es dir aufgefallen ist. Das meinte ich nicht. Naja, und ich möchte meinen, ich war schon immer genauso schlau wie jetzt. Rafim ist in der Tat etwas größer geworden, da hast du schon recht. Das ist natürlich richtig. Vielleicht sollten wir Isarun ein paar Schuhe kaufen, dann würde sie auch wachsen und dann wäre Abelmir beeindruckt. Nein, ich glaube, das ist nichts. Abelmir meinte, wer sich geistig weiterentwickelt hat, nicht wahr? Guck mal, Rafim, du bist König geworden und ich bin Schorsuli geworden, das waren wir ja auch nicht immer. Ja, stimmt natürlich. Ach, ja. Vielleicht wird sie noch, wenn sie erstmal in der Schlacht wieder drin ist. Sie war jahrelang verwöhnt an der Seite der Kaiserin. Jetzt lernt man keine Schlachten kennen. Aber mir bist du eifersüchtig. Das klingt fast so. Auf diesen Posten sicherlich nicht. Und wenn sie nicht an der Seite des Hora stehen und nicht an der Seite der mittelreichischen Kaiserin.
Naja, da hat er jetzt nicht unrecht, das mit dem Mittelreich, die waren noch nie besonders brauchbar. Hm, stimmt. Besser ist es, an der Seite des Hochkönigs zu stehen. Ja, er ist natürlich nicht der Patriarch und hat nicht seine mehr als neutrale Ausstrahlung, aber er ist auch ganz nett, ja. Ich glaube nicht, dass der Patriarch schmieden kann. Kann der Patriarch schmieden? Ich denke nicht. 1-0 für den Hochkönig. Ha. Rafim sieht so aus, als würde er irgendwas einwerfen wollen, ihm fällt aber nichts ein und er blickt etwas frustriert ins Wasser. Wir sollten jetzt gehen. Ja, so könnt ihr mir matt hinterher blicken, als es dann kleiner und kleiner wird. Vor euch hat sich eine lange Kettenschnur aufgereiht von den zahlreichen Schiffen mit den Soldaten, mit den Kämpfern an Bord, die noch ein letztes Mal nach drüben gebracht werden müssen, bevor sie dann dort sterben. Das ist ihre Aufgabe, gemeinsam mit der Stadt. Ja, Stunde um Stunde vergeht. Ihr könnt sehen, wie die Sonne am Himmel wandert. Und so gegen 15. Stunde erreicht ihr dann Port Zornbrecht. Rafim hat in den letzten Tagen, Wochen und Monaten eine ganze Menge hier getan. Du hast Fässer mit Schwarzpulver versteckt, mit alchemistischem Brandöl. Du hast Schützengräben ausheben lassen und eine Menge, Dachaufbauten organisiert, korrekt? Genau, man hat die Stadt so weit vorbereiten lassen, dass sie einerseits als gute Verteidigungsposition gilt und andererseits, wenn Boltax dann seinen Flammeninferno entfesselt, dass die ganze Stadt in einem Inferno untergeht. Genau, dann erzähl mir doch mal, du hattest hier auf Seite der Burg, hast du die ganzen Häuser sprengen wollen, ne? Genau, also einerseits die erste Reihe würde man abbrennen lassen, schon im Vorhinein, damit man ein besseres Schussfeld hat von der Festung selber aus. Ah, okay, also das soll im Vorfeld passieren, also gar genau, nicht während die angegriffen wird. Nein, die Häuser müssen praktisch vorher vernichtet werden, damit die Männer, die hier stehen und Frauen, ein besseres Schussfeld haben, weil okay. Hier werden wir ja unser letztes Gefecht führen, dementsprechend. Ja. Und wollen wir da noch so viele von ihnen bluten lassen, wie wir können. Gut, was sind das hier für Dachaufbauten? Es sind einfach einerseits für Bogenschützen und Armbrustschützen und die sollen nicht unbedingt oben auf dem Dach sein, sondern einfach nur, dass in diesen Häusern halt sich Soldaten befinden. Mhm, alles klar. Die sollen dann jeweils praktisch, Haus 1 wird gestürmt, okay, wir ziehen uns alle zurück, lassen das vorbereitete Haus über den einstürzen und dann immer weiter. Also im Prinzip einen kämpfenden Rückzug sollen die Männer vollführen. Mhm. Dann hast du Fallgruben organisiert? Genau. Einerseits Fallgruben, andererseits ist das hier, im Prinzip sollen die Piraten hier reinlaufen, dann hier sich in einem Kessel befinden und von allen Seiten beschossen werden. Wir sollen es im Prinzip so organisieren, dass die Männer immer weiter in die Stadt zurückfallen, dabei die Piraten hinter sich herziehen. Die Elite-Truppen werden sich in Richtung der Festung zurückziehen und dort Stellung beziehen und der Rest, stirbt halt auf dem Weg nach hier oder wenn sie das Tor erreichen, dann können sie sich von mir aus in den Dschungel schlagen, aber das ist halt eigentlich nicht die Aufgabe. Ich werde es aber auch nicht verhindern können. Ja, wirst du wohl auch nicht, nee. Genau, und in der Mitte auf dem Marktplatz hast du dann der riesige Ogerlöffel aufgebaut, den Abelmir dort nachgebaut hat, um dann auf die zahlreichen Schiffe zu schießen, die von dem Mulchuchu-Fangteppich dann festgehalten werden sollen. Ich würde die Korgeweihten auf die einzelnen Einheiten aufteilen, in dem genauen Wissen halt, dass die alle niederstrecken werden, die weglaufen. Aber ich werde vermutlich, obwohl ich müsste sogar genug Korgeweihte für jede Einheit haben. Oder? 50 Stück hast du? Das kommt jetzt darauf an, wie groß du die Einheiten machst. Wie viele Männer sind wir insgesamt unter 500, oder? Mehr als 500, also ganz knapp drüber. Du hast 300 Soldaten außer Landwehr. Ja. Wie gesagt, das sind vor allem die Zornbrechter-Leute. Dann hast du 150 vom Schwarzen Bund des Korps. 450, ja. Dann hast du 50 Dukatengardisten, dann bist du bei der 500. Ja. Dann hast du 10 Basaltfäuste, das ist natürlich Elite. Und die Chorgeweihten aus Kunchum. Okay, und dazu hast du noch 150 Wachmänner von Port Zornbrecht, die hier sowieso schon stationiert waren. Die bewachen normalerweise die Felder, die Plantagen und die haben jetzt natürlich keine Stadtkampfausbildung und sind sowieso nicht so hoch gedrillt, aber auch die werden natürlich ihren Teil dazu beitragen.
Genau, dann würde Rafim eine sehr brutale, aber vermutlich effektive Strategie fahren. Ich würde mit den schlechtesten Männern vorne anfangen und immer bessere Männer dahinter platzieren. Das würde auch natürlich dazu führen, dass meine hinteren, besseren Männer die vorne abschlachten werden, wenn sollten die sich zurückziehen. Also als allererstes sollen die Port Zornbrechter da stehen, dann die anderen Fahner und meine Basaltfäuste würde ich vermutlich in der Burg direkt lassen, zusammen mit den Dukatengardisten. Und die Chorgeweihten aufteilen auf den Rest. Mhm. Weil dann sind das ja ungefähr, ich sag mal, 9 Mann ein Chorgeweihter. Das ist ja schon sehr viel für Chorgeweihte. Das ist schon sehr viel, ja, genau. Ich würde den Anmerkung zu dem Geschütz, und zwar würde ich auch noch einen Posten projizieren auf einem höher gelegenen Dach, in Nähe vom Geschütz, dass er sehen kann, eventuell die Trefferkorrektur machen kann. Genau, du hast da drüben... Du hast da auch einen erhöhten Podest, der wurde da auch aufgebaut, sodass man auch korrigieren kann. Genau, wenn ein Typ mit dem Fernrohr sagt halt, die sind 50 Schritte kurz, sozusagen, wie auch immer. Genau, richtig.